Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns ja heute schon intensiv über unsere digitalen Biografien unterhalten. Ich habe so ein bisschen zurückgeguckt. Es ist etwas mehr als 25 Jahre her, dass Tim Berners-Lee sein erstes Konzept für ein World Wide Web vorstellte. Es sind 21 Jahre, seit Al Gore seine Rede zum Information Superhighway hielt und darin ausführte, dass die globale Informationsinfrastruktur größere Implikationen für unsere Gesellschaft haben werde als Fußball. Es sind gut 15 Jahre, dass Boris Becker fragte, bin ich da schon drin oder was? Und damit Millionen Deutsche ins Internet führte. Es sind 10 Jahre, dass heute dominierende Plattformen wie YouTube oder auch Facebook ans Netz gegangen sind. Und es sind eigentlich auch erst 5 Jahre, in denen Smartphones den Massenmarkt für das mobile Internet bereitet haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde in diesem Jahr 30 Jahre alt. Und wenn ich mir dann anschaue, dass dieser digitale Wandel sich allein in meiner Lebensspanne ereignet hat, dann zeigt das für mich, wie unfassbar schnell dieser Prozess mit all seinen gesellschaftlichen Implikationen vonstatten geht und sich ereignet. Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft so schnell und so tiefgreifend, dass sie vielen Menschen immer noch eher als Bedrohung erscheint, denn als Chance. Und wir sollten uns immer wieder vor Augen führen, dass hier tatsächlich etwas mit unserer Gesellschaft passiert. Seit den Snowden-Enthüllungen fehlt vielen Menschen die digitale Utopie. Das Internet lebt aber davon, dass es große Ideen, dass es Menschen gibt, die große Ideen haben, dass sie den Mut finden, sie auszuprobieren oder zumindest den Mut, darüber zu sprechen. Und schon alleine deswegen war es so wichtig, ist es so wichtig, dass wir diese Debatte hier heute führen. Und dann schauen wir uns an, was haben wir in den vergangenen Stunden hier von der Opposition erlebt. Das zeigt deutlich, wie wenig Sie vom digitalen Wandel verstanden haben. Die Gestaltung des digitalen Wandels braucht Weitsicht. Sie mögen uns das Gegenteil vorwerfen, aber Sie agieren kleinkariert. Sie agieren kleinkariert, Sie stellen sich das Internet vor wie so eine Art digitale Vorstadtsiedlung mit Jägerzäunchen und Heckenrosen, dazwischen ein paar digitale Gartenzwerge. Das Internet, das ist aber viel mehr, es ist eine Milliardenmetropole über alle Grenzen hinweg. Das haben Sie nicht verstanden, das hat Herr Laschet nicht verstanden, das hat Herr Lindner nicht verstanden, denn Sie führen sich hier auf wie die Online-Platzwarte, die auch schauen, dass jeder seine Hecke gleich hochgeschnitten hat. Sie haben die Digitalisierung, Herr Laschet und Herr Lindner, Sie haben die Digitalisierung erst vor ein paar Wochen recht plötzlich entdeckt, aber auch in diesen paar Wochen sind die Unterschiede schon sehr, sehr deutlich geworden. Bei Herrn Laschet ist es so, da sieht man den Unterschied, wir als rot-grüne Koalition, wir wollen den digitalen Wandel, weil er Gutes für die Menschen bringen kann. Sie wollen den digitalen Wandel, Sie wollen den digitalen Wandel, weil Sie sich mehr Daten für Ihre Überwachungsfanatiker aus dem Innenausschuss erhoffen. Und bei Herrn Lindner, da war ich heute Morgen tatsächlich ganz fasziniert. Sie haben wieder einmal Konzepte fürs digitale Zeitalter eingefordert. Aber wenn man Sie dann nach Ihren Konzepten gefragt hat, dann steigen Sie runter in den Keller und holen die alten Schellackplatten raus. Geschichten, wie wir gehört haben, Abbau von gesetzlichen Regelungen, Abbau von Vorschriften, das gute alte Tariftreue- und Vergabegesetz. Mir fehlte heute eigentlich nur das Nichtraucherschutzgesetz, dass das die Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen hemmen würde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mir tut da ehrlich gesagt die FDP-Fraktion leid, die sich diese ewig gleichen Versatzstücke bestimmt noch viel häufiger anhören muss, als wir hier im Plenum. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir heute über Ideen sprechen, dann auch über die Hoffnungen, die der digitale Wandel geweckt hat. Erinnern wir uns, das ist erst wenige Jahre her, an die Freiheitsbewegung des arabischen Frühlings. Verstehen wir das Internet endlich als den urdemokratischen Raum, der es ist, der auch unseren bekannten demokratischen Werkzeugen zu neuem Schwung verhelfen kann. Und dann lässt sich nämlich auch Umtrieben wie Pegida und Konsorten viel stärker begegnen. Das Internet bringt noch etwas weiteres Entscheidendes mit sich. Die Trennung zwischen oben und unten, zwischen Sender und Empfänger, ist aufgehoben. Jeder kann mit einem Klick etwas veröffentlichen. Manche Blogger haben mehr Reichweite im Netz als wir alle hier zusammen. Und wer sich dieses digitalen Wandels in all seinen Facetten annimmt, so wie wir das tun,
Der stellt die Chancen, die Hoffnungen, die Utopien von einem besseren Leben im digitalen Zeitalter in den Mittelpunkt seines Handelns. Er lässt aber auch die Menschen nicht allein. Ich fand es wichtig und ich fand es gut, das sage ich wirklich an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich in dieser Debatte beteiligt haben, dass alle deutlich gemacht haben, wir nehmen die Menschen mit. Wir wollen die Menschen mitnehmen, wir wollen ihre Befürchtungen ernst nehmen. Viele fragen, was wird aus meinem Arbeitsplatz? Wie kann meine Firma mit dem digitalen Wandel Schritt halten? Sind meine Daten noch sicher? Werden meine Kinder gemobbt? Ich finde, diese Fragen haben alle ihre Berechtigung und ich kann die Vorwürfe, dass wir das breit diskutieren wollen mit der ganzen Gesellschaft, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, das finde ich überhaupt nicht verwerflich, das finde ich richtig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Angst um die Privatsphäre im digitalen Zeitalter, auch das ist heute mehrfach gekommen, die Angst um den Schutz der eigenen Daten in einer Zeit, in der Daten gleichermaßen Rohstoff und Ware sind, in einer ganz anderen Zeit als bei den Lochkarten, als das deutsche Datenschutzrecht etabliert wurde, da ist diese Angst einfach groß und sie ist ernst zu nehmen. Deshalb wollen wir die damit verbundenen Diskussionen auch offensiv führen. Es kann nicht sein, meine Damen und Herren, dass über 500 Millionen Menschen in Europa den Datenkraken, eine der prominentesten, ändert in diesen Tagen wieder ihre Geschäftsbedingungen, dass 500 Millionen Europäerinnen und Europäer diesen Datenkraken schutzlos ausgeliefert sind, weil Frau Merkel in Brüssel die Datenschutzgrundverordnung blockiert. Maximaler Datenschutz ist das Gebot der Stunde und damit lassen sich auch erfolgreiche Geschäftsmodelle etablieren. Der digitale Wandel, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nicht nur eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung an sich, er bietet auch Lösungsansätze für viele Fragen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Etwa auch für die Gestaltung des ländlichen Raums, um den Herausforderungen zu begegnen, mit denen der ländliche Raum konfrontiert ist. Wir erleben heute, dass immer mehr Städte in ihrer Struktur bedroht sind. Versorgungssicherheit ist längst zur Überlebensfrage dörflicher Strukturen geworden. Und es ist ein ganz zentraler Ansatz grüner Politik schon immer gewesen, dass Menschen auch bei Alter, bei Pflegebedürftigkeit, solange es eben geht, selbstbestimmt in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Dafür bieten digitale Technologien Möglichkeiten, die wir vor 10, vor 15 Jahren noch nicht mal erträumt hätten. Gerade im ländlichen Bereich schlägt sich die alternde Gesellschaft nieder. Gerade dort sehen wir, wie groß die Herausforderungen sind. Heute haben wir 550.000 pflegebedürftige Menschen. Ihre Zahl wird sich bis 2050 nahezu verdoppeln. Ihnen ein selbstbestimmtes Leben in Ihrer Heimat zu ermöglichen, daran arbeiten verschiedene Forschungsprojekte. Ich hatte kürzlich das Vergnügen, eines dieser Projekte zu besuchen, das Projekt Cogni Home am SciTech an der Uni Bielefeld. Ich bin stolz darauf, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen, bei uns in NRW, solche Spitzenforschung zu solchen Zukunftsfragen haben. Gerade im ländlichen Raum stellen sich besondere Herausforderungen durch den Fachkräftemangel im Gesundheitssektor. Es fehlen in NRW über 4.000 Fachkräfte in diesem Bereich. Und da setzt der Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien an. Altersgerechte Assistenzsysteme bieten älteren Menschen Unterstützung in ihrem Alltag. Sie helfen älteren Menschen auch bei nachlassender Mobilität, bei steigendem Unterstützungs- und Pflegebedarf in ihrer häuslichen Umgebung zu verbleiben, sei es, wenn der digitale Helfer darauf achtet, dass beim Verlassen der Wohnung der Herd dann auch wirklich aus ist oder Alarm schlägt, wenn man gestürzt ist. Und der Ausbau dieses Sektors wird zu mehr Selbstbestimmtheit für ältere und pflegebedürftige Menschen führen. Und es ist deshalb so richtig, dass die Landesregierung diesen Sektor weiter vorantreibt, etwa durch die Vernetzung guter Praxisbeispiele, aber auch dadurch, dass einfach Diskussionen ermöglicht werden, dass Bewertungen von Ideen ermöglicht werden, dass Informationen über Fördermöglichkeiten online auf einer digitalen Landkarte zugänglich gemacht werden. Meine Damen und Herren, die Vernetzung des Gesundheitswesens schreitet voran. Ich finde, dass unter diesem Aspekt
Selbstbestimmung eine unglaublich spannende Diskussion. Wenn wir uns anschauen, alle Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken und Pflegeeinrichtungen werden sukzessive vernetzt, Informationen und Daten werden ausgetauscht, dann haben wir natürlich sofort die Diskussion über höchste Datenschutzstandards. Deswegen brauchen wir nicht nur hohe Standards, wir brauchen von Anfang an Transparenz und Beteiligung, damit dieser Prozess besser gelingt als etwa bei der elektronischen Gesundheitskarte. Denn das vernetzte Gesundheitswesen ist eben kein Selbstzweck, sondern es ermöglicht eine qualitativ bessere Versorgung für die Patientinnen und Patienten, jedenfalls dann, wenn es richtig gemacht ist. Und an dieser Stelle gilt der alte Grundsatz: Technik muss dem Menschen dienen. Die Technisierung im Gesundheitsbereich darf nicht dazu führen, dass es eine neue Überwachungsstruktur gibt, darf nicht dazu führen, dass es Bevormundung gibt. Ein Avatar ersetzt sicherlich keine menschliche Zuneigung, auch wenn er im Alltag viel hilft. Aber an anderen Stellen, wenn ich mir etwa überlege, eine Bürgerplattform im Netz, die einen ehrenamtlichen Besuchsdienst organisieren kann, dann sehe ich da einfach ein enormes Potenzial für diese Frage, selbstbestimmt alt werden im ländlichen Raum. Und da sind es dann auch Anwendungen, die wir voranbringen wollen, die dann aber für die Betroffenen leicht, intuitiv und barrierefrei zu bedienen sein sollen. Erst recht natürlich für die Silver Surfer. Ich finde es gut, dass es diese vielen Projekte gibt, über die wir heute gesprochen haben. Auch das beeindruckende Projekt Telematik in der Intensivmedizin aus Aachen. Das gibt die Richtung vor, Spezialistinnen und Spezialisten sinnvoll zusammenzuführen, damit auch Patientinnen und Patienten entlastet werden, dass Transporte, dass Wege für sie reduziert werden. Es entsteht idealerweise eine wohnortnahe medizinische Versorgung, die vielleicht so nach den Maßstäben, wie wir sie heute kennen, in Zukunft nicht mehr möglich wäre, durch den Einsatz digitaler Technologien. Und ich möchte alle einladen, an der Gestaltung dieses hochspannenden Prozesses aus meiner Sicht mitzuwirken. Versorgungssicherheit, das betrifft auch den Bereich von Gütern, von Menschen zu transportieren in ländlichen Räumen, auch wenn die heutigen Versorgungswege, wie wir sie heute kennen, unwirtschaftlich werden. Es braucht auch da kreative und pragmatische Lösungen und es gibt auch schon viele Möglichkeiten, etwa wenn Busse nicht mehr nur Menschen, sondern auch Güter transportieren, etwa dadurch, dass Paketdienste Apps anbieten, mit deren Hilfe Privatpersonen Pakete auf ihren ganz normalen Fahrten mittransportieren können. Alles das bietet Ansätze, um Versorgungssicherheit im ländlichen Raum zu gewährleisten, herzustellen. Es bieten sich digitale technologische Ansätze, Menschen und Dienstleistungen zu vernetzen. Und wenn aus dem realen Tante-Emma-Laden mal ein Discounter werden konnte im Dorf, dann wird es doch wohl auch möglich sein, dass, wenn dieser Discounter sich nicht mehr lohnt, wieder ein digitaler Tante-Emma-Laden entstehen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenden wir uns einem von den Dörfern ein Stück weit weg in die Smart Cities. Wir haben dazu heute auch spannende Impulse gehört in der Debatte. Was in den Dörfern gilt, gilt natürlich in den Städten genauso. Smart City ist eine Vision, ist eine Idee als für eine kluge Vernetzung von Innovation und Ressourcenschutz. Ein verstärkter Einsatz von Sensorik und von Big Data Anwendungen lässt sich etwa nutzen, um die Abfallentsorgung, Versorgung auch der Städte effizienter und ressourcenschonender zu gestalten. Intelligente Lösung von Verkehrsströmen, Vernetzung von Autofahrern, auch die Ermöglichung, gerade auch die Ermöglichung alternativer Mobilität durch digitale Anwendungen. Alles das lässt sich mit digitaler Technologien angehen und dafür wollen wir in den nächsten Jahren den Rahmen schaffen, damit Nordrhein-Westfalen diese Chancen nutzen kann. Wir streiten dann aber auch, und auch das ist mehrfach angesprochen worden, wir streiten dann aber auch für einen Rechtsrahmen, bei dem der Datenschutz in diesem Zusammenhang höchste Priorität genießt, höchste Priorität einnimmt. Sascha Lobo hat kürzlich das Bild
bevormundet durch die Zahnbürste gezeichnet. Das ist nicht unsere Vision, wenn der 100 Jahre alte Schließzylinder durch einen elektronischen Mechanismus ersetzt wird. Dann zieht das natürlich Sicherheitsfragen nach sich, Sicherheitsfragen, die etwa am Cybercrime-Kompetenzzentrum beim Landeskriminalamt bereits jetzt bearbeitet werden. Es ist gut, dass wir uns an dieser Stelle schon auf den Weg machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch im Bildungsbereich bieten digitale Lernformen heute schon eine wichtige Säule für Bildungsinnovationen in Nordrhein-Westfalen. Digitales Lernen wird mit Sicherheit in absehbarer Zeit den gewohnten Präsenzunterricht nicht vollständig ersetzen. Da bin ich mal ziemlich sicher, Frau Ministerin. Aber wir werden natürlich auch über diese, es ist auch nicht wünschenswert, genau, wir werden aber natürlich über Formen des digitalen Lernens weiterhin miteinander diskutieren müssen, weiterhin auch miteinander streiten müssen. Ich finde, wir sollten Formen wie Massive Open Online Courses zumindest im Auge behalten als alternative Formen, als Formen, die auch substituieren können, eine Bildungslandschaft. Das finde ich einfach hochspannende Prozesse und wir haben uns ja heute auch an ganz vielen Stellen einfach berichtet, was für uns wichtige Diskussionsfragen sind und wichtige Punkte sind, wo wir glauben, dass es einfach lohnt, weiterhin die Debatten darüber zu führen und nicht nur zurückzuschauen, was wir seit 2010 alles schon geschafft haben in diesem Land, um den digitalen Wandel im Bildungsbereich auch mit zu gestalten. Denn da ist ja auch einiges zusammengekommen. Stärkung von Learnline, Stärkung auch von offenen und freien Bildungsmaterialien, auch Trends wie Gamification sind aufgenommen. Bildung ist die Voraussetzung schlechthin für einen selbstbestimmten, aber auch kritischen und selbstbewussten Umgang mit Medien. Ich nenne da auch bewusst nochmal den Medienpass NRW als ein Erfolgsmodell. Von ihm profitieren inzwischen tausende Schülerinnen und Schüler und er wird in diesem Jahr noch auf die ganze Sekundarstufe 1 ausgeweitet. Ich wünsche mir, dass sich mehr Schulen für den sinnvollen Ansatz Bring Your Own Device öffnen. Herr Lindner hat vorhin wieder diese Debatte aufgemacht, stellt jedem Kind einen Laptop hin und schon haben wir digitale Bildung und alles wird gut. Das hat uns die letzten 20 Jahre nicht weitergebracht und ich finde, wir sollten einfach ausloten, wie schaffen wir Bedingungen, wie können wir Prozesse vor Ort unterstützen, etwa damit es mehr WLAN in den Schulen gibt. Denn Bildung schafft natürlich die Zugänge, Bildung befähigt zu sozialer und politischer Teilhabe und das ist mir auch eine zweite Herzensangelegenheit. Für eine digitale Bürgergesellschaft, da geht es nicht weniger um die Neudefinition des Verhältnisses von Staat und Bürger. Da geht es um die Frage, wie gestaltet sich dieses Verhältnis im digitalen Zeitalter aus? Viele von Ihnen wissen, dass das eine Frage ist, die mich schon seit vielen Jahren sehr intensiv bewegt hat. Das gilt für einen sehr konkreten Rahmen wie etwa E-Government. Die Landesregierung wird noch in diesem Jahr ein E-Government-Gesetz einbringen. Das ist gut so. Übrigens, viele von den Kritikpunkten, die Herr Laschet und Herr Lindner heute formuliert haben, stehen genau so im Bundesgesetz zum E-Government drin. Das hat damals die schwarz-gelbe Bundesregierung noch beschlossen. Von daher geht da auch Ihre Kritik einfach mal wieder ins Leere. Aber wir werden natürlich darüber noch deutlich hinausgehen, weil wir der Überzeugung sind, E-Government bringt Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger, denn Verwaltung muss für die Bürgerinnen und Bürger da sein. Wer individuell ständig erreichbar ist, empfindet es doch völlig zu Recht als Anachronismus, wenn er 2 Stunden auf dem Behördenflur warten soll. Wir haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, da auch als grüne Fraktion gerade im letzten Jahr einige Bewegung ins System reingebracht. Wir haben mit unserer Fraktion die Internetangebote aller 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen getestet auf ihren Bürgerservice, auf ihre Angebote, auf ihre Transparenz. Wir konnten sehen, in NRW wird auf kommunaler Ebene viel gemacht, es wurde viel erreicht, aber es gibt noch auch jede Menge zu tun. Der grüne Online-Check hat an der Stelle Bewegung ins System, in die Landschaft reingebracht. Das nehme ich für uns schon in Anspruch. Es haben sich viele Kommunen bei uns gemeldet, haben auch konkret Änderungen angekündigt und ich bin mir auch sicher, dass es auch darüber hinaus noch viel mehr Orte gibt, wo viel mehr passiert ist. Das E-Government-Gesetz bringt aber nicht nur eine serviceorientierte Verwaltung. Wir wollen auch die technische Verwaltungsmodernisierung im Auge behalten, denn
Wenn wir uns die ganze Frage anschauen, die ganze Diskussion anschauen, wie wird eigentlich, wie wird Innovation vorangebracht, dann sehen wir auch im IT-Bereich, dass es Beispiele gibt, etwa Estland, wo gerade durch den öffentlichen Sektor Innovationen auch vorangebracht wurden, durch öffentliche IT. Das kann man sich bei einigen Projekten, die in Deutschland in den letzten Jahren gehörig vor die Wand gefahren wurden, gar nicht unbedingt vorstellen. Aber wenn wir da von den guten Staaten lernen, die da vorangegangen sind, dann werden wir auch in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen, öffentliche IT als Top-Runner positionieren können. Wir gehen da kleine Schritte. Beispielsweise, wenn ich mir anschaue, dass mit unserem E-Government-Gesetz jede Behörde, jede öffentliche Stelle in Zukunft verschlüsselte Kommunikationskanäle anbieten muss. Denn jede Bürgerin und jeder Bürger hat in unserem Land natürlich ein Recht darauf, dass seine Daten ein höchstes Maß an Schutz genießen, wenn er sich an die Verwaltung wendet. Und unser Anspruch ist nach wie vor, den Einsatz freier und offener Software auch in der Verwaltung auszubauen, aufzubauen. Dafür haben wir uns im Koalitionsvertrag schon verabredet. Wir wollen Vertrauen wiederherstellen. Wir wollen auch, das ist mehrfach gefallen, Forschung für sichere IT bei uns in Nordrhein-Westfalen stärken, nicht zuletzt auch durch die Leitmarktwettbewerbe. Wir wollen Unternehmen unterstützen, die sich und ihre IT sicher und modern aufstellen wollen. Und wir wollen, dass Nordrhein-Westfalen unter Rot-Grün zum Land der sicheren IT wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zweiter Punkt für die digitale Bürgergesellschaft ist der ganze Bereich Open NRW. Er ist hier jetzt an vielen Stellen so ein bisschen als Luxusprodukt dargestellt worden. Die zweite Säule unserer Bemühungen für die digitale Bürgergesellschaft ist Open NRW. Wir haben diesen Prozess, Herr Lindner, wir haben diesen Prozess seit 2010 vorangetrieben. Die Landesregierung hat im letzten Jahr bereits ihre Open Government Strategie beschlossen. Und nur weil Sie es offensichtlich sich nicht rausgesucht haben, wie sehr wir in den letzten Jahren an den, wie sehr wir in den letzten Jahren an Open Government gearbeitet haben, wie groß die Fortschritte auch waren, wie groß die Diskussionen auch waren, die wir da geführt haben, dann sehen Sie einfach, dass Sie sich da nicht mit beschäftigt haben in der richtigen Weise. Wir haben dafür Geld bereitgestellt, wir haben das Portal im Auftrag gegeben, das Portal wird in 2 Monaten etwa in Betrieb gehen und wenn Sie, ja, Sie haben danach gefragt, Herr Kollege, Sie haben danach gefragt. Ich habe nicht gesagt, ja gut, ich habe jetzt eine Zahl in den Raum gestellt. Wir haben uns auf das erste, mein Stand ist das erste Quartal 2014, ja, 15, sorry. Ja, 14 wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen, aber natürlich ist so ein Prozess auch in Ordnung, denn wenn Sie fragen, warum dauert so ein Prozess länger, dann liegt das natürlich daran, dass wir den Anspruch haben, dass Open Government von unten wachsen kann, dass Verwaltungen mitgenommen werden. Das ist auch eine kulturelle Frage. Ich weiß, Sie haben irgendwie immer ein Problem mit allen öffentlichen Stellen, aber es gibt nun mal so etwas wie eine Verwaltungskultur und es ist auch in Ordnung, dass es die gibt und dafür wollen wir die Menschen dann auch mitnehmen. Das ist für uns selbstverständlich als rot-grüne Regierung. Wir haben mit der Open Government Strategie die richtigen Prozesse definiert. Wir haben mit dem Haushalt 2,5 Millionen bereitgestellt. Wir werden die Vorarbeiten aus den letzten Jahren nutzen, um aus dem Informationsfreiheitsgesetz ein Transparenzgesetz zu machen, einen festen Rahmen für Open Data hier bereitzustellen. Denn die digitale Bürgergesellschaft setzt natürlich Zugänge voraus, zum Internet voraus. Öffentliche WLANs sind hierbei eine ganz wichtige Säule. Wir haben eine Situation, dass sich alleine bis 2018 der mobile Datenverkehr verzehnfachen wird. Eine zentrale Rolle spielt dabei Freifunk. Hunderte Menschen sind inzwischen in den Initiativen vor Ort unterwegs, vor Ort aktiv. Das ist ein unglaublich anerkennenswertes Engagement. Wir diskutieren deshalb ja auch hier darüber, auch interfraktionell darüber, wie können wir dieses Engagement stärken, wie können wir auch gute Initiativen nach vorne stellen. Wir haben das bereits getan, indem wir seit 2012 auf den Seiten des Breitband-Consultings für die Freifunk-Initiativen auch eine Möglichkeit bereitstellen, sich darzustellen, auch für ihre Anliegen zu werben. Wenn man sich dann ein gelungenes Beispiel anschauen will,
dann finde ich es ganz interessant, oder fand ich es unglaublich interessant, dass man dafür ausgerechnet nach Arnsberg muss. Denn Arnsberg ist tatsächlich die Gemeinde, die ihre ganze Innenstadt inzwischen unter einem Bürgernetz, einem Freifunknetz stehen hat. Und das ist einfach unglaublich beeindruckend, wie da aus zivilgesellschaftlicher Initiative, wieder auch aus bürgerschaftlichem Engagement, mit einer Unterstützung natürlich auch der Kommunalpolitik, so etwas Tolles gewachsen ist. Natürlich brauchen wir dafür auch Rechtsklarheit nach wie vor. Das Thema Störerhaftung ist mehrfach gefallen. Wir setzen uns im Bund weiterhin für diese Rechtsklarheit ein, für eine echte Abschaffung der Störerhaftung. Aber das ist ja nur eine Fragestellung. Die Störerhaftung ist nur eine Fragestellung. Wir wollen auch weiterdenken. Lassen Sie uns etwa nachdenken über solche Projekte wie WLAN im ÖPNV. Es gibt dazu erste Sachen im Münsterland, erste Projekte, wo es im Münsterland funktioniert. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir da weiterkommen, auch in diesen Diskussionen und auch Prozesse vor Ort mit anstoßen können. Meine Damen und Herren, Samuel Beckett hat einmal gesagt, ever tried, ever failed, no matter, try again, fail better. Wenn ich mir unsere Debatte zum Breitbandausbau heute Morgen vor Augen führe, dann ist da doch ziemlich viel fail again bei der Opposition zu hören gewesen. Denn es ist doch so, dass sich andere Länder im Moment dafür abfeiern lassen, dass sie gerade den letzten weißen Fleck mit 2 Mbit versorgt haben. Es ist bei uns seit Jahren kein Thema mehr, dieses Thema ist seit Jahren für uns erledigt. Es ist doch so, dass Bayern von der Realisierung seiner großspurigen Ziele noch viel weiter entfernt ist als eine letzte Meile. Und es ist doch auch so, dass Dobrindt immer noch auf der Bundesebene der Minister für Hochglanzfotos, schöne Ankündigungen und digitale Zauberei ist, aber keinen Cent für den Breitbandausbau rausrückt. Deshalb bleibt es bei unserer Forderung. Wir brauchen eine faire Verteilung der Frequenzerlöse, wir brauchen aber darüber hinaus auch ein Bundesprogramm, das über die digitale Dividende hinausgeht. Und damit das alles möglich wird, brauchen wir ein echtes Netz. Wir brauchen eine starke Sicherung der Netzneutralität, denn sie ist Grundbedingung für ein freies und offenes Internet. Wenn ich jetzt zum Schluss noch einmal zurückblicke auf die Debatte, dann fällt mir ein, dass bei Herrn Laschet und Herrn Lindner und auch bei Herrn Dr. Paul Kritik war an der Überschrift der Regierungserklärung der Ministerpräsidentin. Das zeigt eigentlich nur, sie denken in Überschriften, wir denken in Konzepten. Bei der CDU ist es oft so, das Denken reicht nicht bis zu Megahertz, das Denken bleibt bei Doppelherz stehen. Die FDP stört sich an mega stark. Herr Lindner wäre gerne der Transformer Megatron, aber auch das passiert nicht. Und bei der Piratenfraktion, ich finde, es ist nicht in Ordnung, es ist nicht ausreichend, dass Ihnen immer noch wieder nur Ihr Ladenhüter Internetministerium eingefallen ist, anstatt dass Sie endlich die Digitalisierung als Querschnitt über alle Bereiche begreifen. Da ist von Ihrer angeblichen Innovationskraft eben auch nichts mehr übrig. Das sind die Unterschiede zwischen der Opposition und zwischen der Landesregierung und den sie tragenden Fraktionen. Meine Damen und Herren, wir wollen keine Spaltung zwischen denen, die sich Sicherheit im digitalen Zeitalter leisten können, und denjenigen, die das nicht können. Deshalb setzen wir auf das Land der sicheren IT und des Datenschutzes. Wir wollen keine digitale Spaltung zwischen Land und Stadt. Deshalb setzen wir auf intelligente Städte und Dörfer, auf unsere smarte Heimat. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen keine politische Spaltung in unserem Land. Deshalb setzen wir auf die digitale Revitalisierung unserer Demokratie. Kleinkrämerei, wie wir sie heute in viel zu vielen Beiträgen gehört haben, können wir dabei nicht gebrauchen. Wir wollen die Menschen in unserem Land begeistern, ihre Ideen für die Zukunft einzubringen, für unser digitales NRW der Zukunft einzubringen. Und alle, die das heute verstanden haben, die möchten wir gerne mitnehmen, die möchten wir gerne einladen, an diesem digitalen NRW mitzuarbeiten. Herzlichen Dank.